Sie sind hier, 27. November 2018, Update um 15.35 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, ZJW. Hat den Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund verübt. Urheberrecht Getty Images. Update: 1,5 Jahre nach dem Sprengstoffanschlag auf dem Bus des BVB verkündet ein Dortmunder Gericht das Urteil. ZJW muss für lange Zeit ins Gefängnis. Im Prozess um den Bombenanschlag auf die Mannschaft des Bundesligisten Borussia Dortmund ist der Angeklagte ZJW zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren wegen versuchten Mordes in 29 Fällen verurteilt worden. Der Vorsitzende Richter Peter Windgäter blieb damit unterhalb des Antrags der Staatsanwaltschaft, die lebenslängliche Haft gefordert hatte. Die Verteidigung hatte am Dortmunder Landgericht auf eine Haftstrafe von deutlich unter 10 Jahren plädiert. Die Verteidiger kündigten nach der Urteilsbegründung an, dass sie in den kommenden Tagen über eine mögliche Revision entscheiden wollen. Anzeige: jetzt das neue Trikot von Borussia Dortmund kaufen. Hier geht es zum Shop ZJW. Hatte am 11. April 2017 neben dem fahrenden BVB-Bus auf dem Weg zum Champions League Heimspiel gegen AS Monaco kurz nach der Abfahrt aus dem Mannschaftsquartier 3 selbstgebaute Sprengsätze zur Explosion gebracht. Der damalige BVB-Spieler Marc Bartra erlitt bei dem Anschlag einen Armbruch sowie Fremdkörpereinsprengung, ein begleitender Polizist ein Knalltrauma. Der Angeklagte hatte im Prozess die Tat zugegeben, aber jegliche Tötungsabsicht bestritten. Jetzt die Sport1-App herunterladen. Bei der Pressekonferenz vor Dortmunds Spiel in der Champions League am Mittwoch gegen den FC Brügge bat Pressesprecher Sascha Fliege um Verständnis, dass Trainer Lucien Favre und der ebenfalls anwesende Mario Götze keine Fragen zur Urteilsverkündung beantworten würden. In der Mannschaft sei der Anschlag ohnehin kein Thema mehr, von Sportinformationsdienst.